Jo, willkommen zurück zu Minecraft Rise. Weiter geht's. Gestern bei der Livestream waren wir da richtig viel am Zuschauen, fand ich richtig gut. Und so sieht das jetzt aus. Wir haben ehrlich gesagt nicht so viel geschafft. Der Castcrafter war dabei, der hatte allerdings einen Bug, der konnte nicht irgendwie lange auf einer Stelle drücken. Das heißt, der konnte nichts essen, der konnte nichts abbauen. Der konnte zwar ein bisschen craften, aber wir kamen halt auf die super geile Idee, so ein bisschen zu erkunden. Dann war noch Blood Moon, das heißt, da spawnen richtig viele Monster. Wer es nicht gesehen hat, guckt mal in die Videobeschreibung. Dort ist der offizielle Livestream-Kanal irgendwo weiter unten. Da könnte der schon da sein, der Livestream, wenn jemand den sehen möchte. Und gerade auch die Horden von Monstern, die waren echt der Hammer. Sind wir halt irgendwann zurückgefahren, war ich über dem versunkenen Schiff, war viel zu dunkel, bin wieder gegangen. Bin dann hier durch den Wald durch. Durchs Haus haben wir ein paar Kuchen gebacken, weil er nicht so viel essen konnte. Sind dann hier zurückgegangen und haben so ein bisschen was gebaut. Das in 90 Minuten, also eigentlich nichts gemacht. Der Filler ist unten bereit. Was für ein Boden da reinkommt, weiß ich noch nicht. Es haben sich allerdings schon innerhalb von, wie schon sind das jetzt, 8 Stunden, 7 Stunden, ich glaube schon 43 Bewerbungen. Einer hatte auch einen richtig guten, effizienten, wie heißt es, Reaktor gebaut. Der war richtig cool. Ich weiß noch nicht, welchen ich davon nehme. Problem ist jetzt allerdings, ich habe mal angefangen, so einen kleinen Reaktor zu bauen, auch im Stream. Das ist alles, was ich mit den Rohstoffen hinkriege, die ich habe. Also im Grunde nichts, wie man hier sehen kann. Weil, Problem ist ja auch, die werden nicht mehr mit Eisen gebaut, sondern mit Stahl in dem Modpack. Was natürlich ein gewisses, gewisse Schwierigkeit wieder aufweist, weil man Stahl oder beziehungsweise Eisen und Kohle macht man dann zu Stahlstaub und aus Stahlstaub muss man dann braten, dass wir dann irgendwann zu Steel. So, ist halt ein bisschen komplizierter. Hier wachsen jetzt ein paar Enderperlen, funktioniert. Die Enderlily-Seeds, die wir haben, angepflanzt. Und folgendes, ich würde am liebsten den Digital Miner mal ein bisschen upgraden, zumindest, dass da ein paar längere Kisten dran sind. Ich habe jetzt hier schon mal Pulsation Iron gemacht. Und damit sollte ich eigentlich, naja, glaube ich nicht. Kann ich damit die Dinger hier schon bauen? Nein, natürlich nicht. Ich brauche noch Conduit-Beine und dafür brauche ich Conduit. Wow, wow, 2 Stacks, das ist ja mal richtig gut. Okay, die baller ich mal eben da rein, dann können die gebraten werden. Ist nur die Frage, wie viel ich brauche, weil Truhen wollte ich mitnehmen, dann wollte ich quasi den Digital Miner vielleicht mal umstellen und mal gucken, was er macht. Woanders hinstellen, ich weiß ja nicht, wann er fertig ist. Wann ist der denn fertig? Der holt immer so voll viel da raus, aber macht nichts. Dann, wenn der da rumlaufen würde und was machen würde, wäre ja cool, aber so? Hallo? Und dieser Wind, ich habe den mal leise gemacht, allerdings ist er immer noch sehr, sehr laut. Capacitator. Und klar, das Projekt hier braucht eine gewisse Anlaufzeit, war eigentlich immer so. Gut, bei Marco konnte ich halt fliegen nach der ersten Runde. Ich brauche Gold Nuggets. Nee, nicht nach der ersten Runde, aber relativ zügig konnte ich bei Marco halt fliegen. Was wir hier ganz gerne auch haben, machen wollen, dafür brauchen wir allerdings erst das Sigil. Und das Sigil müsste man finden. Könnte man zum Beispiel im Deep Dark finden, was eigentlich ganz cool wäre? Coal Dust? Dann habe ich ja mal gar nichts. Problem ist jetzt, wenn ich hier Coal Dust draus mache, da muss ich den direkt rausnehmen, obwohl ich kann den kurz mal in Ruhe lassen, weil das läuft ja noch. Ich brauche allerdings Redstone, Glowstone was und Gold. Man muss natürlich jetzt immer diverse Sachen sowieso craften, weil um irgendwie weiterzukommen, um es zu, um es zu machen halt, ne? Oh, 60 Stück schon. Sind die soweit schon ready? Ich glaube schon. Boah, 12 Stück kommen da immer zu. Krass. Okay, da würde ich sagen, bauen wir erstmal diese Kabel. Die Conduits. Harden it. So, bauen wir erstmal die Dinger. Ich glaube, dieses Geräusch. Was war denn das? Ach so, okay. Ganz vergessen. Wollte schon sagen, ach, Kabel, okay. 64 ist schon besser. So, die brauchen wir sowieso zu Genüge. Also davon brauchen wir auf jeden Fall ganz viele. Die lasse ich mal weiter nach hinten. Wir machen jetzt erstmal das Zeug, damit wir halt Rohstoffe dazu bekommen. Und dazu würde ich fast schon sagen, die Capacitator. Ich lasse das mal ganz kurz hier noch einmal durchlaufen, weil sonst wird die Kohle halt weitergeführt. Und dann werden wir da Graphitbarren raus. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Vor allem, wenn ich Kohle das brauche. Kohle Dust. Könnte aber die Sache mal eben... Sekunde, ich habe eine voll gute Idee. Chest. Ich könnte diese wunderschönen Chests mal mitnehmen. Die wollte ich ja sowieso mitnehmen, weil der Digital Miner, damit werden wir uns gleich mal ein bisschen mehr befassen, braucht natürlich ein bisschen Liebe.
Okay, hört sich ein bisschen doof an, wenn ich ehrlich bin. So, kommen hier die Sachen rein, die noch gebraten werden sollten. Sowas wie das, im Anschluss das und dann holen wir jetzt nochmal das. Das war unbeabsichtigt ein bisschen gereimt. Ich weiß nicht, ob man Graphit-Dust, Silber-Dust, Copper-Dust, Osmium-Dust, Nether-Quartz-Dust, kann man nicht machen. Steel-Dust kann man braten, haben wir drei Stahlbarren. Oh, und Draconium-Dust. Zink-Dust. Vielleicht machen wir uns hier auch mal so eine... Ich habe mich ja in Marken ein bisschen gegen gewehrt. So eine Draconic-Chest. Vielleicht ist sie hier für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Kann ja sein. So, wir haben soweit alles. Bam. Digital Miner, ich komme. Your bed is missing or obstructed. So, ich muss jetzt erstmal in irgendeine Richtung latschen. In die. Ich werde den gleich mal hier hinstellen, weil das ist halt der Punkt, wo ich mich halt mit dieser Kugel immer hinwabe. Hinwabe. Hi, Schaf. Alles klar bei dir. Genau, da war eine Falle drin. Aber ich sehe gerade, wenn ihr euch mal umguckt, das ist die perfekte Welt. Das ist ohne Witz die perfekte Welt für... Und jetzt seid ihr dran, für welchen Mod? Welchen Mod kann man hier richtig Gas geben, so wie das hier gerade aussieht? Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber das ist echt der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Ich sage jetzt aber nichts mehr, jetzt seid ihr gefragt. Ihr müsst herausfinden, welche Mod ich meine. So, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen zum einen diesen Chunkloader. Ja. Dann brauchen wir diese Windturbine. Fresse, ey. Man hört überall diese Windturbinen. Da seht ihr zum Beispiel, was ich meine. Es wird hardcore abgeerntet, aber ich finde da jetzt... Da ist jetzt kein Ort... Gut, 13 Eisen waren jetzt drin. Okay, jetzt war natürlich ein bisschen mehr drin. Ist klar, ne? So, das lassen wir mal so, wie es ist. Oh, ich sehe gerade. Chisel 2. Aufschreiben. Chisel 2. Das Texturpackage wird immer krasser und umfangreicher. Industrial Craft und Thermal Expansion haben wir jetzt reingebracht. Es wird immer mehr. Komm mit. Komm mit, kleine Krabbe. Warte mal, hinten war die Kiste dran. Okay, ab geht's. Ich weiß gar nicht, ob wir da eine Kiste dran machen können oder ob da irgendwas anderes hin muss. Warte mal, ich habe Bock zu laufen. Ein Mensch ist von Geburt aus faul. Jeder von euch. Man braucht aber ein bisschen Disziplin. Und? Your bed is missing was. Nein, bitte nicht. Warum bin ich denn im Boden? Jetzt mal im Ernst. Ach. Und das ist so ein dunkler Boden. Über mir ist bestimmt gleich Lava oder so. Wie viel Höhe habe ich denn hier? 70? Ja, eigentlich müsste ich doch jetzt jeden Moment hier wieder rauskommen, oder? Ah, sehr gut. Das Licht ist da oben. Aber voll blöd, ne? Verstehe ich nicht. Gerade hat es funktioniert, jetzt bin ich auf einmal im Boden gespawnt. Keine Ahnung, was das soll. Hi. So, mal angenommen, das wäre der Spawnpunkt. Ist er ja wahrscheinlich auch. Dann gehen wir jetzt einfach mal her und bauen den... Oh, da muss ich unbedingt mal gucken da hinten. Oh, was ist das denn da? Was ist das? Boah, ich würde so gerne Flügel schon haben. Okay, wir bauen den Digital Miner mal hier hin. Und, warte mal, an seinem Arsch kommt eine Kiste, ne? Das war, glaube ich, so. Hört sich noch ein bisschen eklig an, gebe ich zu. So, an seinem Arsch kommt eine Kiste. Dann kommt da dran ein paar Item-Conduits. Komm schon. Ich wollte schon sagen, warum baut er denn nicht? Was ist das denn für eine Farbe? Okay, haben die irgendwie eine andere Textur hier? Ne, warte mal, in der Mitte die Textur fehlt. Das ist die Farbe. Warum? End.io. Vielleicht braucht das ein Update. End.io. Also zur Information mal eben. Ich schreibe mir das halt immer auf und suche dann immer, also das ist ja Texture Packages Wax, und suche dann halt immer von wegen Texture Package, ne, gar nicht. Ich würde jetzt hergehen und sagen einmal Ender.io Swax und der Chisel 2 Swax und würde quasi die Modifikationen oder die Sachen, die ich quasi für den Mod, für das Texturpackage finde, das bin ich komplett durcheinander, würde ich dann halt ins aktuelle Texturpackage mit einbauen.
Sprich, meist hat man dann irgendwie einen Ordner und den fügt man einfach in das, was man schon drauf hat, ein. Und dann hat man immer mehr coole Textur-Packages. So. Ich weiß zwar nicht, warum die Farbe so anders ist. Insert würde ich mir jetzt auch schneller wünschen, dass es nicht immer so ist. Aber zumindest hat man jetzt mal mehr Platz und der hört dann nicht auf, wenn er voll ist. Der hört erst auf, wenn alle Kisten voll sind. Und das ist halt gut so. So haben wir dann endlich mal ein bisschen Puffer, wenn wir jetzt mal 2 Tage nicht hier drauf sind, spielen. Wird hier auf jeden Fall abgeerntet. Und da machen wir Extract und zwar Always Active. So, vorbereitet. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie konfigurieren. Und Strom braucht der Gute. Und ich glaube, ich mache Silk Touch an. Habe ich das Nee, warte mal nicht. Ist nicht immer gut. Komm her. Frag mich, was der drauf kann. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. So, warte mal. Man hat mir auch gesagt, der kann auch Sachen aussortieren. Jetzt bei den Kisten will ich Kabelzone vielleicht nicht haben. Aber wenn wir Config machen. Radius. Inverse Mode. Keine Ahnung. Achso, ich kann. Ah, Radius 10. Radius 30. Max, jetzt hat er da einen Haufen hingelegt. 90. Item Stack. Status all okay. Muss ich jetzt irgendwie sagen, pass auf, kabbelst du nicht oder was? Ja, gut, dass hier direkt ein Kabelzone ist. Ah, da haben wir solche. Nimm mal einen mit. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie es funktioniert. Aber das finde ich halt immer gerade so schön. Ah, das stinkt. Mit euch quasi das zu entdecken. So, jetzt brauchen wir Config. New Filter. Item Stack. Material. Mod ID. New Material Filter. So, warte, wir nehmen mal den. Using Material of Cobblestone. Item Stack Details. Cobblestone. Safe. Item Filter Cobblestone. Kommt das nur Cobblestone da raus? Ich weiß es nicht. Normalerweise würde ich jetzt sagen, kein Cobblestone. Status all okay. Vielleicht sollte ich mal das Ding anschmeißen und gucken, was da rauskommt. To mine. 282.401. Eject on, pull on, running ready. Okay. Visuals. On. Jetzt funktioniert es, oder was? Okay, nix schlägt. Basalt Cobblestone. Also allen Anschein nach haut jetzt nicht mehr so viel Cobblestone raus. Oh, guck mal, da sind Strahlen. Railcraft. Boah, das hat da so wenig drin ist. Ich finde das eigentlich, finde ich das eine Frechheit. Weißt du, da wären komplette Pakete angeboten irgendwo im Internet. Nimm das. Das ist für den Mod komplett. Und dann packst du da drauf und dann musst du immer noch 15 Mods nachpflegen. Das ist total blöd. Tschüss und tschüss. Sag ich schon, wer 3 Mods, die mit rein müssen. So. Er gibt hier gerade Gas. Velorium. Ich glaube, Cobblestone lässt er jetzt draußen, weil normalerweise würde ich sagen, hätte er hier auf jeden Fall eine Menge Cobblestone gefunden. So. Silk Touch braucht er nicht. Ist off. Pull ist richtig. To mine. Super langsam, aber egal. Der ist ja nicht auf der Flucht. Ich warte nur mal einen Block ab. Okay, alles klar. So, zumindest. Okay, wenn das jetzt wäre, nur Cobblestone sammeln, dann würden die anderen Sachen ja nicht drin sein. Okay, wir fliegen zurück. Oh, tschüss. Und da sind wir wieder. Ab im Bett, wir im Dunkel und schlafen gehen. Das fluppt hier alles, oder? Zack, hin und her und zurück und vor und hast nicht gesehen. So. Ja, da passiert so, ich sag mal, einiges. Da muss auf jeden Fall noch mehr passieren. Wir brauchen, wie gesagt, Eisen ohne Ende. Wir haben mehr Jellorium als irgendwas anderes. Jellorium ist echt heftig, was wir da haben. Aber gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt die Capacitator fertig, weil ich glaube, da können wir Chunkloader vergessen. Bitte nicht im Boden sein.
Boah, wollte schon sagen, da war, wie heißt es? Kies. Gravel. Das war mein Problem jetzt gerade. Und hier ist überall noch Gravel. Jetzt so eine ganze Stange Gravel noch auf mich so und dann so, nein. Aber warum ist das denn so? Wenn ihr das wisst, warum ich jetzt hier immer im Dunkeln lande oder im Boden lande auf einmal, gerade war es ja nicht so. Dann, schreibt es ja bitte in die Kommentare. Ich will nicht immer im Boden landen. Das ist voll blöd. Obwohl, es hat ja auch gar nicht tief hier drin. Einer sagt, dass wir auch vom Mechanismen diesen Reaktor bauen. Klar, der wäre zwar wahrscheinlich auch cool. Und ich kann mir vorstellen, der wird auch noch gebaut, aber primär machen wir jetzt erstmal den anderen hier fertig. Hi. Jetzt habe ich da drin. Sehr gut. Der Chunkloader vergessen. Seid gegrüßt. Wie groß machen wir den? 3? Ich überlege gerade, wenn der jetzt dieses komische Kästchen hatte, heißt das, der baut auch nach oben ab? Das wäre voll blöd. Das wäre echt voll blöd. Vielleicht ist da vielleicht doch in der Config nicht was richtig. Krass, man müsste die Config komplett neu setzen. Reset. Config. Itemfilter ist drin. Radius. Ich mache hier mal. Da stand 10, ne? Nein! Da stand letztes Mal 10 drin. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie damit zu tun hat. Start. Alles klar, das ist dieses kleine Ding. Okay, wir machen nochmal Stopp. Und gehen hier auf 90. Okay, Radius 32 ist das Maximum. Alles klar. Und starten den guten Miner. Ab geht's. Manche sagten auch, ich sollte eventuell Basalt-Cobblestone nehmen, beziehungsweise Cobblestone für den Boden bei dem Reaktor. Wäre aber eigentlich gar nicht so schlecht, da hätte man zum Beispiel einen schwarzen Boden, weiße Wände und da drin den Reaktor. Obwohl dann, der ist auch dunkel, das wäre blöd. Vielleicht dunkle Wände und einen weißen Boden, dann würden die mehr auffallen von oben. Das wäre, glaube ich, besser. So, warte mal, wir bauen nochmal eben die Capacitator. Acht, ne, warte, wir haben sogar noch mehr. Geil, Energetic Alloy läuft. Und zwar brauchen wir keine Conduits, sondern die Capacitator. So. Und das alles immer so ein, ich sag jetzt mal, kein langwieriger Prozess. Aber ich versuche halt ein bisschen noch. Also morgen gibt es wahrscheinlich wieder neue Infos zu der Wohnung. Oh, 8 Stück. Geil. Obwohl die... Da habe ich noch ein Problem mit. Die habe ich noch nicht. Aber egal, die sind ja schon mal eigentlich... Also ordentlich was wert. Achtet drauf, wie schnell oder wie schneller es jetzt geht, im Gegensatz zu vorher. Also lohnt sich auf jeden Fall schon, die Dinger. Obwohl wir nur 2 Maschinen haben, haben wir jetzt schon mal 6 Capacitator über. Okay, ich würde mal sagen, wenn euch das Projekt gefällt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und schreibt ruhig mal in die Kommentare, welchen Mod ich mir so als nächstes mal vornehmen soll, der jetzt für diese Phase des Spiels vielleicht interessant wäre. Nachher, wenn wir wieder alles haben, oh, Entschuldigung, dann kann man natürlich machen, was man möchte, kann das komplette Haus umbauen. Und nur man muss halt irgendwo eine Basis schaffen, damit man halt ordentlich Sachen hat, die man zusammenkriegt. Wie diese Enderlily sieht. Ich glaube, am Mittwoch werde ich mal wieder einen Stream machen, wo wir halt richtig on Tour gehen und in irgendeine Richtung, wo vielleicht nicht nur mehr ist. Und auch nicht mehr Blood Moon. Das war dumm. Haut rein, tschüss!